2000 Erfahrung hat die Gruppe gewonnen. Ich habe zugestimmt, alte Saschenstar, einem Edelmann aus Ballastruppe, dabei zu helfen, eine Gruppe von Wilden niederzuschlagen. Na, nicht das mit der Gruppe von das. Wilden hat sich ja jetzt wohl erledigt. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Immerhin, hier ist auf jeden Fall, ist ja wirklich niemand mehr. Guck dir mal. Wohoho. Reiche Beute. Feuerpfeile. Sehr schön. Eispfeile. Können bei Minsk noch eingelagert werden. Das ist ein Unverwundbarkeitstrank. Ach ja, die kommt zu Minsk. Und was hatten wir noch? Ein Heilelixier. Und die Kette kann zu Minsk. Genau wie die Kette so. War gut. Okay, das war einfach bloß ein hochriesiger Edelmann aus Baldur's Gate. Der meinte, er könnte hier einfach wildern und jagen, wie es ihm beliebt. Und auch noch Druiden töten, die ihn dazu ermahnt haben, aufzuhören mit dem Wildern. Da ist Talisa definitiv nicht sehr freundlich ausgelegt. So, Khalid hat wieder was entdeckt. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Riesenspinne. Oh, Minsk. Hör auf, meine Pfeile zu verschießen. Ja, gut. So. Gut, Minsk. Was haben wir jetzt entdeckt? Wölfe. Viele Wölfe, ein ganzes Rudel. Okay, Wölfe fliehen. Und weg mit dem letzten Wolf. Na, lass ihn ruhig ein Stück rennen. So, jetzt bleibt er stehen. Oh. Spinnen. Genau, legt den Wolf um. Oh. Minsk ist vergiftet. Das ändern wir mal schnell. So, jetzt ist er nicht mehr vergiftet. Bevor wir die nächste Gruppe reinrennen. Nur noch knapp 2000 Erfahrungspunkte für Talisa für den nächsten Stufenaufstieg. Sehr schön. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, große Spinne ist weg. Wir können uns weiter umschauen. Vielleicht mal Minsk zwischendurch heilen. So. Und so. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Gut. Da noch das Fitzelchen aufdecken oder geht's oben rum weiter? Ah toll, das können wir so. Ja doch, wir konnten es so aufdecken. Wir müssen nicht extra da drum herum laufen. Wir können aber auf jeden Fall hinter dem Haus durch. Ja, das ist ein Haus an der Waldgrenze. Wir sind ja noch ziemlich an der Waldgrenze eigentlich.
am Eingang zum Mantelwald und nicht mittendrin. Das merkt man, die Bäume sind noch nicht so dicht. So. Decken wir hier den Rest auch noch auf. Und dann haben wir nur noch das obere Stückchen und da hinten das Fitzelchen. Und hier ist eine Brücke. Jo. Das heißt, wir müssen wohl oder übel dort den Fluss überqueren, wenn wir zum nächsten Gebiet, wenn wir weiter in den Mantelwald eindringen wollen, tiefer rein. Wollen in den Wald. So. Hier ist nichts mehr. Und ja, ich schätze mal wirklich, bis wir zum Baldur's Tor kommen. Ich hoffe es mal, dass wir da bis dahin schon Stufe 6 sind. Also 5 werden wir auf jeden Fall hier. Das ist... steht nicht zur Debatte. Aber ob wir Stufe 6 schaffen, ist die andere Sache. Ich weiß auf jeden Fall, dass es dank des Addons möglich ist, Max Stufe zu erreichen. Das wäre in unserem Fall dann Stufe 8 als Kleriker. Kommen wir hier irgendwo durch? Ja, scheinbar. Also das haben wir hier. Hier haben wir Bea. Du bist ja ein komischer Kerl. Hier lang. Braver Braunbär, brave Braunbären. Beinahe unter meiner Würde. Ja, natürlich gibt es im Mantelwald auch Bären. Khalid hat wieder was entdeckt. Für die Gefahren! Wieder Wölfe. Aber nur zwei Stück. Achso, sind Schreckenswölfe. Aber die starke Variante von Schreckenswolf, die ziemlich viel XP gibt. So, hier kommen wir nicht auf die andere Seite, nehme ich an. Nein, da müssen wir wirklich über die Brücke. Schätze ich mal. Dann werden wir wahrscheinlich hier am Flussufer erst entlang gehen und dann uns über die Brücke durchschlagen. Ich hoffe mal, die ist nicht so garstig wie die Ogerbrücke und über im Norden der Gnollfestung, wer sich an die noch erinnert, mit den Ogerberserkern und den Elite-Hobgoblins, die mich ständig vergiftet und getötet haben. Nee, hier geht's nirgendwo über den Fluss. Hier ist der Fluss sogar noch breiter als da oben. Hier. Auch wenn alles ziemlich bebaumt ist, müssen wir über die Brücke. Oh, da steht jemand. Hey, Reisende, wartet einen Moment. Jo, was willst du? Wie schön, mal jemanden in diesem Wald zu treffen, den man noch nicht kennt. Ich heiße Koran, Dieb und Bogenschütze. Bist du jetzt Wegzoll? Ich habe viel zu lange allein in der Wildnis gehaust. Ich würde gerne in die große Stadt zurückkehren, aber ich muss erst noch bei der Belohnung verdienen. Wenn ihr mir helft, dass die Jagd etwas schneller geht, würde ich die Belohnung mit euch teilen wollen. Interessiert? Ja, erzählt uns mehr. Ich sehe schon, ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Wisst, eine gute Gelegenheit zu erkennen. Es geht um Folgendes. Standoberhaupt von Berikost hat mich beauftragt, einen großen geflügelten Drachen zur Strecke zu bringen, der seit einiger Zeit die Karawanenrouten heimsucht. 2000 Goldmünzen sind auf seinen Kopf ausgesetzt, aber kein Grund, gleich keine Füße zu kriegen. In den wenigen Schilderungen des Untiers ist immer von einem tödlichen Stachelschwanz die Rede. Soweit ich weiß, haben aber Drachenschwänze niemals Stacheln. Nur was gibt es ausschließlich bei Lindwürmern. Wir müssen also lediglich das Nest des Lindwurms finden und ihn töten.
Sofern er nicht gerade ein paar Freunde zum Kaffeeklatsch bei sich hat, sollte das kein Problem sein. Wie läutet eure Entscheidung? Ja oder nein? Klar. Ausgezeichnet, das lässt uns keine Zeit mehr verlieren. Hanali, auf zur großen Lindwurmjagd. Tut mir leid, wir sind voll. Ja? Ach ja, die schönen Dinge im Leben gehen mal vorbei. Euer Gesetzwerk war sehr vergnüglich, vielleicht begegnen wir uns hier einmal wieder. Okay, aber er hat uns einen Auftrag. Wir haben uns entschlossen, uns mit einem Elf namens Kuran auf die Jagd nach einem Lindwurm zu verbünden. Auf den Kopf der Bestie seine Holung Belohnung ausgesetzt. Wir können uns die Belohnung beim Latander-Tempel östlich von Berikost abholen. Dort finden wir den Bürgermeister von Berikost. Ja, das ist der Typ, der immer sagt, fasst mich nicht an, ich bin super wichtig. Also dem soll... Abenteuer. Und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Also dem sollen wir einen Lindwurmschädel bringen. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, hier haben wir wieder eine Gruppe Wölfe. Ihr zeigt, wohin ich schlagen soll, okay? Und jetzt kann man versuchen, einen zu betören. Jo. Dann können wir wenigstens zwei retten. Okay, der eine ist verängstigt. Einer ist wenigstens auf unserer Seite. Ja, nichts leichter als das. Bio. Ist doch gut, wenn wir nicht alle Wölfe töten müssen, oder? Zumal Wölfe geben fast keine Erfahrung. So, wir können dieses Gebiet des Mantelwaldes, was schon ziemlich waldig aussieht, abgesehen jetzt mal von dem Riesen, von der Riesenjagdhütte der Dekadenten in der Mitte. Oh, da haben wir genau einen Punkt nicht aufgedeckt. Können wir zum nächsten Teil des Mantelwaldes reisen? Okay. Was wollt ihr? Die Nerven sägen. Eure Diener so gut wie erledigt. Eins auf die Ruhe. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Okay, ich zauber jetzt mal ein Gebet gegen die. Ich bin ganz Ohr. Und Dünner hier kann dem dann mal eine verpassen. So. Wir nochmal. Ist nichts leichter als das. Weil die Waldschrate müssten jetzt auch eigentlich auch geschwächt sein. Ja. Ganzen Herzen bei der Sache. Mich kümmert's nicht. So. Was wohl geht nichts leichter als das. Auf jeden Fall können sie uns nicht mehr giften. So. Beinahe unter meiner Würde. Das war auf jeden Fall schon mal erfolgreicher als das letzte Mal. Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. So, einfach mal einsacken, was sie haben. Gold haben sie nämlich etwas mehr als andere Gegner. So. Dann schreiten wir zur Heilung. Du heilst dich. Du heilst dich auch selber. Ja. Du heilst dich nochmal. Du heilst dich nochmal. Und jetzt heilst du einmal Khalid. Da ist das gut. Sehr gut. Achso, und hier ist Speicher nicht möglich. Achso, weil wir in so einem random Überraschungsgebiet sind. Aber wir haben es diesmal geschafft. Und hey, wir brauchen nur noch knapp draußen 300 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Und wir sind in meinem Lieblingsmantelwaldgebiet jetzt. Genau, hier werden wir nämlich erstmal gleich begrüßt. Hallo? Wer bist du denn? Bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Wir greifen sowieso nicht gleich an. Hey, hallo Reisende, ich heiße Tiber. Könnte ich euch einmal sprechen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir zuhört. Wenn ihr mir nur helfen würdet.
Was ist euer Problem, Fremder? Danke, vielen Dank. Es geht um meinen Bruder. Er und ich sind in den Wattelwald gegangen, um ihn von der Spinnenkolonie zu befreien, die eine echte Plage ist. Ich weiß ja, dass es sich dumm anhört, aber mein Bruder hatte das Schwert Spinnenfluch gefunden. Das Schwert ist geschmiedet worden, um Spinnen zu töten, und wir dachten, dass wir bestimmt berühmt werden, die Helden des Wattelwaldes oder so. Aber mein Bruder ist noch nicht zurückgekehrt und es ist schon über eine Woche her. Bitte könntet ihr in den Wald gehen und ihn für mich suchen. Meine Mutter wäre untröstlich, wenn Chellak tot wäre. Wir finden euren Bruder, keine Sorge. Ja, sucht bitte schnell. Er heißt Chellak, seid vorsichtig.